Herzlich willkommen auf der CMT 2024 in Stuttgart. Wir sind jetzt auf dem Stand von Hobby. Ich habe den Nils hier neben mir und du stellst uns ein ganz tolles Fahrzeug vor. Ja, ja? Hallo. Hallo. Hallo erstmal. Ja, wir haben hier den 680 DT auf Crafter-Basis. Ja. Der hat 8-Gang-Automatik, 177 PS, 2-Liter-Maschine. Okay. Länge ist 6,84 Meter. Okay. Bei 2,04 Meter Breite und 2,84 Meter Höhe haben sie immer noch gleich drin, werden wir gleich sehen, eine Standhöhe von 2,05 Meter. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Ja, das ist schon mal sehr gut. Ich wette, wir haben da drin auch Längsbetten. Wir haben Längsbetten, die aber auch flach sind, die wir als Face-to-Face-Sitzgruppe haben, U-Sitzgruppe. Oder wir können eine Sitzbank und ein Bett bauen. Das werden wir dann auch gleich mal machen. Ja, wir gehen gleich mal rein, würde ich sagen. Sehr gerne. Ja. Ich sehe, ist das so ein reines Zwei-Personen-Fahrzeug? Reines Zwei-Personen-Fahrzeug. Ja. Viele Messebesucher hatten sich letztes und vorletztes Jahr gewünscht, sie möchten gerne einen Kleiderschrank haben. Ja. So haben wir jetzt einen Kleiderschrank. Oh, riesig. Ja. Einmal die Böden können auch rausgenommen werden, so dass man auch schöne Jacken, Kleider hinhängen kann. Dann haben die auch nach einer Dieselheizung gefragt. So haben wir die von Puma, die Dieselheizung, die ist jetzt verbaut. Auch hier haben sie noch mal wieder Stauraum. Da habe ich dann eben gerade das Polster und das Brett für die U-Sitzgruppe versteckt. Mhm. Hier haben wir dann auch noch mal so ein bisschen Stauraum, wo man was verstecken kann. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt mal in den Heckbereich. Wir haben hier so schöne Kissen. Ja. In diesen Kissen verstecken sich dann jeweils immer ein Topper, okay, den wir da drin haben. Den kriegt man auch gut wieder reingeknüdelt. So, und wir drehen dann einfach mal den Tisch ein bisschen um. Dürfte ich einmal ganz kurz. So, und mit einem Handgriff haben wir ein Bett gebaut. Zack. Und da ist jetzt so ein Topper. Genau, den Topper auflegen. Klar, Spannbettlaken, ja, da, etc. etc. Und wir haben, wenn Sie hier mal rumkommen, dann können Sie sehen, haben wir hier so eine Schlaufe mit verarbeitet. Und man kann mit einer Hand es ein bisschen anheben und ziehen. Dann haben Sie wieder schön eine Sitzbank. Diese Sitzbank können Sie aber noch eine Position nach vorne holen. Dann haben Sie ein bisschen den Lounge-Faktor. Dann sitzen Sie nicht so steil. Sehr schön. Genau, dann mache ich das nochmal wieder zurück. So, dann können wir einmal den Tisch lösen. Nehmen den Tisch raus. Ja. Den Tisch können wir mit nach vorne nehmen, damit Sie dann auch vorne sitzen können und gemütlich frühstücken. Also Betten sind noch gebaut. Genau. Und jetzt können wir frühstücken. Genau. Dann haben wir hier eine Arbeitsplattenverbreiterung. Wow. Die dann per Einhandtechnik wieder zum Schließen ist. Also da könnte der Kaffee, die Kaffeekanne drauf stehen. Kaffeekanne, genau, richtig. So, und dann fangen wir hier nochmal an. Ja. Ziehen es einmal runter. So, und haben das Bett gebaut. In kürzester Zeit, sage ich mal. Und quasi dann einmal den ersten Topper, den zweiten Topper, fertig ist das Bett. Vollständiges Bett gebaut. Genau. 2 Meter Längsbetten. Und das kann man natürlich immer so lassen, weil wir haben ja hier vorne einen Tisch. Und wenn man jetzt am Meer steht, perfekten Ausblick, dann baut man die Lounge auf. Genau. Dann will man ja ein paar Tage mehr stehen, ne? Auf jeden Fall. Da gebe ich Ihnen recht. Ja. Ja, oben habt ihr schöne Oberschränke, sehe ich gerade. Die sind so schön geformt. Sehen so schön harmonisch aus. Genau. Hier ist es auch so, mit dem Daumen ein bisschen reindrücken, dann ziehen. Ach, weil wir hier so besondere Haken haben, die hier schön hintergreifen, damit man während der Fahrt nicht mehr das Problem hat, dass Schränke aufgehen. Ja. Sehr schön. So, ich mache einmal ganz kurz das Bett wieder zurück. Ja. Dann haben wir nämlich auch den Kühlschrank, den wir ja beidseitig öffnen können. Das heißt, Sie können einmal von der Küche aus mit dem Eisfach. Und jetzt macht es ja auch total Sinn, wenn ich jetzt hier hinten bin, komme ich da auch Bierchen gut rauszuholen. Genau. Dann können wir den Waschraum einmal zeigen. Ja. Tür ist auch. Das sieht ja sehr geräumig aus. Genau. Mit einer Drehtoilette. Ja. Klappwaschbecken, Spiegelschrank ist zu öffnen. Achso, genau. Aber hinterfassen. Genau. Jawohl. Sehr schön. So, und dann kann man einmal den Spiegelschrank auch noch öffnen.
Mit Lamellentür, hier brauchen wir keinen Duschvorhang. Nein, richtig. Davon da geht die Lamellentür direkt hier vor, genau. Vor der Toilette auch, ne? Genau, dann drehen wir die Drehtoilette wieder weg. Und dann ziehen wir einmal zu. Sehr schön. Und können dann in Ruhe duschen. Das sieht doch gut aus. Haben dann auch ein schönes Fenster. Ja. Was Sie dann auch noch öffnen können. Klein, niedlich. Und insgesamt haben wir auch eine sehr, sehr hohe Stehhöhe hier. Ja, ja. Also hier haben wir immer noch 2 Meter Stehhöhe. Wow. Und im Innenraum haben wir 2,05 Meter. So weit, glaube ich, habe ich Ihnen fast alles erzählt. Wir haben noch in diesem Basispreispaket sind immer 2 Klappstühle und ein Klapptisch. Ja. Wir haben jetzt hier vorne in dem Gepäckfach haben wir dann einmal den Tisch und einen Stuhl versteckt. Okay. Und wir haben dann hier hinten im Heckbereich haben wir auch noch Staumöglichkeiten. Da haben wir dann den Tisch, hier den zweiten Stuhl drin. Okay, wir schauen mal nach hinten. Ja, hier hinten rechts haben wir dann quasi einmal das Staufach für Gas. Genau. Da passt die 2,75 Kilo Gasflasche rein, weil wir es ja nur noch zum Kochen brauchen. Ja. Und hier haben wir dann nochmal eben halt Stauraum, wo wir dann eben halt auch den einen Stuhl verstecken können. Das ist und wenn sehr wir schön. Mal reinschauen, genau. Ist auch sehr. Geht es tief. Dahinter ist nochmal links ist dann eben halt Elektrik. Auf der rechten Seite vorne ist der Frischwassertank mit 90 Liter. Und sehe ich hier drinnen auch Steckdosen, 230 Volt genau. Und 12 Volt. Also dann kann man hier schön mit dem Laptop noch arbeiten. Genau. Wir haben hier oben haben wir auch immer noch wieder USB-Steckdosen und C, Typ C. Ach, ist auch schon dabei. Genau, ist auch schon dabei. Oben in dem einen Fach haben wir dann auch noch eine 230 Volt Steckdose hier oben im Heckbereich versteckt. Genau. Im Küchenbereich haben wir sowieso 2 und vorne haben wir auch nochmal Steckdosen. Und da oben in der Decke sehe ich so einen Lüfter oder was ist das? Das ist einmal eine Zwangsbelüftung ja. Und einmal den CO2-Melder. Ach, den habt ihr auch serienmäßig? Ja. Ja, sehr schön. Ja, Nils, ein wunderbares Fahrzeug. Ja. Jetzt sag uns doch mal den Preis. Ja, so wie er hier steht, aktuell 93.200 Euro und er geht ab 87.500 Euro los. Okay, da sage ich Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.